Ja, hallo, auch von mir. Philipp Kröblin heiße ich von der gleichnamigen Projekt GmbH in Berlin. Wer mich kennt oder uns kennt, weiß, dass wir den ILIAS-Konferenz immer nutzen, um so ein bisschen Praxisbeispiele zu zeigen aus unserer Arbeit. Und in diesem Jahr ist es uns gelungen, ein besonders schönes Projekt hier vorzustellen und auch durch den harten Call for Papers durchzuschleifen, mit Erfolg. Kurz zu dem, wer wir sind und was wir da machen. Unsere Firma ist in Berlin gelegen innerhalb einer Handwerkseinrichtung, nämlich einer Tischlerei, wie man das in Berlin sagt. Und die haben jetzt gerade eine CNC-Maschine eingeführt, eine Fräse, mit der man mit intelligenter Steuerungstechnik sehr viel schneller Bearbeitung von Holzmaterialien durchführen kann. Der Hintergrund dieser Anschaffung war der, dass die jüngere Generation der Handwerker dort den Chef unter Druck gesetzt hat und gesagt: Wenn du nicht modernes Gerät anschaffst, was mit Computern funktioniert, dann gehen wir. Interessanter Spagat, der da stattgefunden hat. Der Chef hat sich erweichen lassen und hat für viele hunderttausend Euro hier in Italien eine innovative Technologie beschafft, die da jetzt aufgebaut worden ist. Und es ist die Generation unter 25, die dieses Gerät in die Hand genommen hat und jetzt dort eben ganz neue Praxis durchführt gewissermaßen. So, was heißt das für das Unternehmen? Die ältere Generation bleibt zurück. Und wir wissen aber auch, dass die ältere Generation ja diejenige ist, die klassischerweise die Berufsausbildung in den Unternehmen durchführt. In Deutschland gibt es, das ist eine Zahl, die immer wieder genannt wird, bis zu 800.000 Personen, die Ausbildungsbefähigung in Betrieben haben, und die meisten von denen sind über 50. Also wir haben hier ein Gap zwischen unterschiedlichen, sagen wir mal, Technologiegewohnheiten im Bereich der IT-Kompetenz. Das bildet auch den Hintergrund dieser Aktivität des BIP, gefördert vom BMBF, Medien- und IT-Kompetenz für Ausbildungspersonal soll dazu beitragen, dieses Gap zu schließen. Das macht natürlich das auch richtig hier an dieser Stelle, nämlich als ein Projektbeispiel im Bereich Diversity Management, nämlich in diesem Fall für den generationenübergreifenden Dialog und die Integration am Arbeitsplatz einzustehen. Ich darf kurz vorstellen: Nathalie Deininger vom Bundesinstitut für Berufsbildung. Ich habe gerade noch geübt, wie das Ganze auf Englisch heißt, brauchen wir aber nicht, weil wir nicht übersetzt werden. Und Franziska Senze, die ist Projektleiterin bei meinem Unternehmen. Ich übergebe jetzt erstmal, ach so, und nicht zu vergessen, Kollege Uwe Kohnle von der Internetlehrer GmbH. Wir führen dieses Projekt gemeinsam mit dem BIP durch. So, jetzt übergebe ich an Nathalie Deininger. Dankeschön, Philipp. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Ich bin Projektentwicklerin am BIP und wir haben seit 2019 versucht, mal in die Praxis zu gehen. Also MIKA bedeutet ausbuchstabiert, Philipp hat es schon gesagt, Medien- und IT-Kompetenz für Ausbildungspersonal. Und wir haben heute Morgen gehört in der Keynote, dass wir 1 Milliarde Fachkräfte schulen müssen hinsichtlich ihrer digitalen Kompetenzen. Und das BMBF hat in den letzten Jahren ein Projekt gefördert, das das anfasst, versucht anzufassen. Was haben wir gemacht? Ich versuche jetzt hier mal, dass das irgendwie hinhaut. Okay. Wir wollen Ihnen heute kurz zeigen, was MIKA so ist. Die Agenda, wir zeigen Ihnen jetzt kurz die drei Bausteine. Worum geht es überhaupt? Wie hängt das zusammen? Dann schauen wir uns diese Bausteine an, diese Elemente, die aufeinander aufbauen, also das LMS, dann das Blended Learning Format und wer das überhaupt durchführt für die Praxis. Und Franziska wird Ihnen dann in aller Ausführlichkeit über den MIKA Campus, wird sie dann durchführen. Ja. Jetzt wollen wir uns als allererstes mal anschauen, wer ist denn überhaupt unsere Zielgruppe? Also es gibt in Deutschland, Philipp hat es gesagt, so circa 800.000 Fachkräfte in den Betrieben, die ausbilden. Aber es sind 2.500 und etwa, und wir haben 2016 und 2019 eine Studie durchgeführt, digitale Medien in den Betrieben, und dort kam raus, dass vor allem in den kleinen und mittelständischen Unternehmen über 47% der Ausbilderinnen und Ausbilder vernachlässigbare digitale Kompetenzen aufweisen. Das heißt, da setzt MIKA an, und unsere Zielgruppe ist das Ausbildungspersonal in den Betrieben. Wir haben ein Video für Sie.
Artes Maler und Lackiererhandwerk. Seit Mika kann ich mit Hilfe digitaler Medien die Auszubildenden viel zielgerichteter erreichen. Seit Mika kann ich effektiv googeln und lese auch Lizenzvereinbarungen. Ein Teil der vielen digitalen Medien, die ich im Mika-Seminar ausprobiert habe, unterstützen nun meinen Unterricht und sind integriert. Zum Beispiel auch digitale Tools zur Lernerfolgskontrolle, wie Online-Karteikarten bei Quiz Academy und Online-Tests auf unserer hauseigenen Plattform unterstützen den Lernprozess didaktisch sowie auch zielgruppengerecht. Während des Mika-Seminars habe ich einen Screencast mit meinem Handy erstellt, wo ich die Anwendung von Padlet erkläre. Hätte man mich vorher gefragt, kannst du nicht einen Screencast erstellen, hätte ich genau diese Frage mit Nein beantwortet, weil ich nicht mehr gewusst hätte, was ein Screencast ist. Also unterm Strich sage ich, durch Mika habe ich meine Medienkompetenzen um vieles erweitert und somit auch meine Unterrichtsgestaltung erleichtert. Mein Name ist Sarah Lücke, ich bin unter anderem Lehrkraft hier in der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld und bin tätig in den Bereichen Friseur und Kosmetik. Das Mika-Projekt hat mir eigentlich gezeigt, dass der Einsatz digitaler Medien im Unterricht gar nicht schwer ist und dass das auch total Sinn macht, solche Dinge heutzutage zu nutzen. Die erlernten Inhalte aus der Mika-Schulung lassen sich jetzt an unseren neuen ProWise-Geräten super umsetzen. Ich bin viel sicherer geworden im Umgang mit digitalen Medien und fühle mich jetzt gewappnet für den Wandel der Zeit. Hallo, mein Name ist Jörg Horsmussow und ich bin Zimmerer-Ausbildungsmeister hier im Handwerksbildungszentrum Brackrede. Also das ist so unsere Zielgruppe, also aus dem Handwerk, aus der Industrie, Hotel- und Gaststättengewerbe. Und vielleicht kurz zum Hintergrund des Projekts. Also wir haben in den 3 Jahren natürlich die Inhalte erarbeitet, Lernziele definiert und daraufhin eben das Ganze konzipiert und 3-mal durchgeführt. Also es gab 3 Erprobungsphasen an verschiedenen Standorten und ab September dieses Jahres, also jetzt, wird Mika bei verschiedenen Kammern angeboten werden. Jetzt schauen wir mal uns kurz die Bausteine an, also eine kurze Übersicht. Also es gibt diese 3 Bausteine, es gibt diesen Mika Campus, also das ist quasi das LMS, dort finden die Selbstlernphasen statt. Das bedeutet, die ganzen Teilnehmenden kommen in die Veranstaltung vorbereitet, weil sie auf dem Mika Campus schon Lernbausteine durcharbeiten. Dann dieser Kern, das sind die Mika-Seminare. Insgesamt gehen die Mika-Seminare über 12 Wochen und haben einen Umfang von 60 Stunden und es soll eben digitale und medienpädagogische Kompetenzen des Ausbildungspersonals gefördert werden. Und dann haben wir in der Erprobung gemerkt, wir brauchen Personal. Es ist wahnsinnig schwierig, das durchzuführen und wir müssen die Leute schulen. Deswegen haben wir auch noch einen Train-the-Trainer-Leitfaden entwickelt, also quasi einen Zertifizierungslehrgang, der sicherstellt, dass Mika in Augsburg und in Bielefeld und in Erfurt genauso durchgeführt wird, wie wir uns das vorgestellt haben. Es ist alles standardisiert. Die Mika-Trainerinnen bekommen die Unterlagen, die Seminarunterlagen, die Arbeitsblätter. Es folgt einer bestimmten Lernlogik, auch auf dem Mika-Campus. Und so stellen wir quasi sicher, dass die Qualität gewährleistet wird, indem wir die TrainerInnen vorher schulen und niemand, der nicht Mika-TrainerIn ist, also dieses Zertifikat nicht hat, der darf es auch nicht durchführen. Das ist der Sinn dahinter. Der Mika Campus, den zeigt uns gleich Frau Senze. Und dann wollen wir Ihnen jetzt noch mal kurz zeigen, was denn dabei rumkommt am Ende. Diese sogenannten Mika-Stories. Tolle Projektarbeiten entstanden. Die Ausbilderinnen und Ausbilder haben zahlreiche digitale Medien für die eigene Ausbildungspraxis erstellt. Ich zeige Ihnen ein paar besonders schöne Beispiele unserer Teilnehmenden. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer der Mika-Seminare erstellt für die eigene Ausbildungspraxis eine Projektarbeit. Eingebettet in die Padlets sind zum Beispiel Bilder, Texte, Quizze, dazu später mehr, und Videos.
In den Videos stellen die Ausbilderinnen und Ausbilder die Lerninhalte anschaulich für ihre Auszubildenden dar. Mal in Form von animierten Erklärvideos, mal standen unsere Teilnehmenden selbst vor der Kamera. Was wir heute machen, wir beschäftigen uns mit dem Aussehen der Werkstatt. Das Wichtigste ist, die passenden Klamotten zu haben für die passende Arbeit. Schutzbrille? Warum eine Schutzbrille? Hörschutz? Warum den Hörschutz? Arbeitshose? Hi, herzlich willkommen zur heutigen Lern- und Arbeitsaufgabe, in der wir uns mit Angeboten beschäftigen. Wir öffnen unsere Kamera und halten diese auf den QR-Code. Es öffnet sich direkt unsere digitale Pinnwand. Du schaust dir als nächstes also an, worum es in der Spalte jeweils geht und tippst anschließend deinen Beitrag ein. Um einfach das Thema noch ein bisschen zu festigen und einfach mal zu schauen, ob du auch was mitgenommen hast aus den Aufgaben, machen wir noch ein kleines Quiz. Ich blende dir gleich wieder einen QR-Code ein, mit dem du zu einer neuen Aufgabe kommst. Du landest wieder auf einer Internetseite und dort habe ich einen kleinen Lückentext verfasst. Hier hast du in jeder Lücke die Auswahl zwischen drei Antwortmöglichkeiten. Übe so lange, bis er komplett richtig ist. Und wiederhole ihn gerne auch öfter, damit du einfach selber für dich feststellen kannst, dass du fit bist. Du hast alles richtig? Sehr gut. Dann gehen wir das nächste Thema an. Das waren schon echt tolle Beispiele, aber noch lange nicht alles. Okay, und das passiert in den Mika-Seminaren. Also die Teilnehmenden erstellen eine begleitende Projektarbeit. Also das ist eine Grafik, die ist ein bisschen unübersichtlich vielleicht, aber es geht darum, dass wir 4 Präsenzveranstaltungen haben und 3 Webinare. Und vor den Präsenzveranstaltungen haben wir immer diese sogenannten Selbstlernphasen, die finden auf dem Mika Campus statt, also quasi diese ganzen Lernbausteine, die vorher durchgearbeitet werden, dass alle so mit einem ähnlichen Wissensstand in die Veranstaltung kommen. Und im Anschluss an die Veranstaltung gibt es dann Transferaufgaben, wo die Teilnehmenden üben. Also daraus entsteht dann sukzessive diese begleitende Projektarbeit und die wird am Ende dann präsentiert. Und wir arbeiten mit 20 Mika-Tools, die sind auch auf dem Campus mit Klickanleitungen, Tutorials und so weiter hinterlegt. Also die werden alle mal angewandt und ausprobiert von den Teilnehmenden. Ich will gar nicht so intensiv drauf eingehen, aber vielleicht kennen Sie das Modell der vollständigen Handlung. Das ist so das Paradigma der Berufsausbildung und das ist auch die Grundlage für diese begleitende Projektarbeit. Also jeder Ausbilder, jede Ausbilderin definiert einen Arbeitsprozess im ersten Schritt hier im grünen Dreieck aus dem eigenen Ausbildungsalltag. Also dass dieses Weiterbildungskonzept nicht nur irgendwie additiv wieder irgendwie in der Schublade landet, sondern dass Sie wirklich das direkt in den eigenen Ausbildungsalltag integrieren können. Und im Laufe der Mika-Seminare erstellen die Teilnehmenden dann in diesen Transferaufgaben selbst digitale Medien. So erarbeiten wir Schritt für Schritt in diesen 12 Wochen uns diese digitalen und medienpädagogischen Kompetenzen. Und am Ende wird dann eben diese Projektarbeit präsentiert. Die Teilnehmenden bekommen ein intensives Feedback zu jeder Transferaufgabe, zu jeder Arbeit von den Mika-TrainerInnen. Wir haben jetzt noch das letzte Video, wo nochmal ein paar Mika-Stories, also begleitende Projektarbeiten, dargestellt werden. Wir haben schon einige tolle Beispiele digitaler Medien für die Ausbildungspraxis gesehen. Doch das ist noch nicht alles, was unsere Teilnehmenden aus den Mika-Seminaren mitnehmen. Wir schauen nun gemeinsam in verschiedene Branchen. Los geht's! Neben Padlets und Videos haben die Ausbilderinnen und Ausbilder auch knifflige Quizze für ihre Ausbildungspraxis erstellt.
Aufgaben und Quizze sind direkt in digitale Arbeitsblätter eingebettet. Was früher analog war, wird mit Mika digital. Unsere Teilnehmenden wissen, wie man sich auch digital ein Feedback einholt. Das alles haben Sie jetzt in Ihrer eigenen Toolbox und können es immer wieder benutzen und weiter anpassen. Und das war erst der Anfang. Herzlichen Glückwunsch zu diesen tollen Ergebnissen an alle Teilnehmenden der Mika-Seminare. Ich bin gespannt auf alles, was noch kommt. Vielleicht noch mal kurz zum Hintergrund, also das Weiterbildungsangebot ist ein sehr niedrigschwelliges Angebot. Also da sind wirklich Leute dabei, die vielleicht gerade mit Ach und Krach einen Rechner anschalten können. Ne? Und da ist diese Lernkurve, also wir waren in der Erprobung ja auch selber dabei, ich habe es auch selber durchgeführt, wir waren wahnsinnig begeistert, wie schnell das wirklich ging. Also es ist kein Hexenwerk, es ist einfach ein Handwerk. Dass das aber auch wirklich gut wird, das haben wir eben gemerkt in der Erprobung, dafür brauchen wir wirklich gute Dozentinnen und Dozenten. Und diese Zertifizierung, die haben wir in der vergangenen Woche zum ersten Mal durchgeführt. Also wir haben zwei virtuelle Tage, Block 1 und 2, wie das einfach funktioniert, wie wir die Mika-Seminare gewinnbringend durchführen können. Und dann haben die 2 Wochen Zeit, auch eine Selbstlernphase mit verschiedenen Lernbausteinen, auch auf dem Mika-Campus, den Franziska gleich vorstellt. Und die müssen dann sich richtig einarbeiten. Und am Ende gibt es dann eine Prüfung und wenn die bestanden worden ist, das Zertifikat. Und dann dürfen sie sich Mika-Trainerinnen nennen. Das ist so in etwa der didaktische Hintergrund. Und dann übergebe ich an Franziska. Ja, ich habe die Aufgabe, noch eine kleine Einleitung dazu zu geben. Wir haben ja jetzt gesehen, vielleicht kommt man da ein bisschen durcheinander, wir haben mit den Azubis nichts zu tun, wir haben mit Ausbildungspersonal zu tun und wir haben mit Multiplikatoren zu tun, die als Mika-Trainerin oder Trainer die Inhalte des Mika-Campuses nutzen, um sich entsprechend fortzubilden. Wir können hier ganz viele unterschiedliche Zugänge zu dieser Plattform unterscheiden und dafür ist diese Grafik da. Wenn wir uns das mal anschauen, auf der linken Seite unten die grüne Box, wo Mika Campus drüber steht, so ungefähr bis zur gestrichelten Linie, da sind alle Inhalte, die das auf Ilias basierende Portal versammelt. Das sind Lernbausteine, die so etwas Inhalt zu IT-Sicherheit, zu Datenschutz, zu allen möglichen Themen, die etwas mit IT zu tun haben, die hier gelernt werden können als Selbstlern- oder Lernbausteine. Wir haben daneben die Mika Toolbox. Das sind so eine Reihe von Tools, die im praktischen Alltag sehr, sehr hilfreich sind. Ich habe gerade eben nebenan über Digikos an einem Workshop teilgenommen. Da sind eigentlich ähnliche Tools, sind insgesamt, wie viele Tools haben wir? 20 Tools, die da als didaktische Materialien dargelegt werden und so in so verschiedenen Fallbeispielen dargestellt sind. Und dann haben wir drittens den Bereich für Mika-Trainerinnen und Trainer, Lernbausteine, die das Metawissen zu diesem Programm darstellen. Also wir haben unterschiedliche Personengruppen. Und dann haben wir auch noch die Öffentlichkeit, für die der Campus insgesamt zugänglich sein soll, und zwar ohne Schwelle, und zwar auch ohne eine erforderliche Registrierung für diese Lernmaterialien. Eingebettet ist das Ganze zukünftig in so etwas, was das Ausbildungsportal des Bundesinstituts für Berufsbildung sein soll. Wer so ein bisschen die Öffentlichkeit so verfolgt hat, weiß, es gab kürzlich so eine Ausschreibung, wo ein solches Portal umgesetzt werden soll. In dieser Ausschreibung wurde festgelegt, dass Ilias die Plattform für das Learning innerhalb dieses Ausbildungsportals ist. Also wir haben einen Zugang über das Ausbildungsportal sozusagen für jede Person, die Interesse hat.
Dann haben wir diese Mika-Lernbausteine, wir haben den Zugang für Mika-Trainerinnen und dann haben wir das Ganze eingebettet und das macht es jetzt so etwas wie ein Ecosystem. Und der Uwe wird dazu nachher vielleicht noch ein paar Details sagen. Die Möglichkeit, dass diese ganzen Inhalte eben auch in den Portalen anderer Bildungsanbieter eingebunden werden, hier eben über die LTI-Schnittstelle. Und es gibt die Möglichkeit für Partnerinstitutionen über so ein Selbstadministrationstool selber einen Zugang zur Plattform einzurichten, darüber auch eigene Teilnehmer zu registrieren. Also es ist ein sehr heterogenes Instrument, das wir hier haben, in dessen Zentrum dann eben diese Mika-Tools sind. So, und jetzt übergebe ich nochmal an Franziska und die wird die Plattform zeigen und einfach so ein paar Schwerpunkte dessen, was man da so an der Oberfläche sehen kann, vorführen. So, also ich will jetzt das, was wir jetzt in der Theorie gehört haben, einmal in der Praxis zeigen. Also wir haben einen Teil des Mika-Konzeptes umgesetzt als ILIAS-Plattform. So, da gehe ich jetzt mal hin. Also das ist der Mika Campus auf der ILIAS-Instanz und einmal fällt hier auf der Startseite haben wir so eine interaktive Karte, also technisch ein Map-Bild eingesetzt, was wir mit so Pop-up-Buttons definiert haben. Also hier zum Beispiel, ich gehe jetzt mal auf A, lässt sich das hier über einen Link, das Internet spielt gerade nicht mit. Das ist natürlich jetzt schlecht. So, nochmal zur Erinnerung, ich war hier auf dem Map-Bild. Genau, und navigiere mich jetzt in eins der 6 Themenfelder, also zum Beispiel digitale Welt. So, dann komme ich hier auf so eine Seite. Also es gibt eben 6 Themenfelder, digitale Welt verstehen. Und hier gibt es nochmal jeweils 1 oder 2 Lernbausteine. Ich klicke mal zur Ansicht mal in einen Lernbaustein rein, dass das zu sehen ist. So, und die Lernbausteine haben wir auch nochmal umgestaltet nach dem grafischen Corporate Identity für den Mika Campus. Und genauso die Bearbeitung eines Lernbausteins dauert so ungefähr eine halbe Stunde. Also es gibt Videos, es werden Tests angeboten, Informationen werden bereitgestellt. Und genau, das nur mal so ganz kurz. Also es gibt im Moment 10 Lernbausteine. Genau, und dann gibt es hier jetzt auf der Plattform auch die Möglichkeit, seinen Lernverlauf sich anzugucken, wann habe ich was gemacht, welche Lernbausteine. Man kann hier die Zertifikate für die jeweiligen Lernbausteine runterladen. Gibt es diesen Bereich, von dem wir schon gehört haben, Mika Tools. Genau, und hier die 10 Tools, die hinterlegt sind. Ich gehe hier mal beispielhaft das hier als Akkordeon gebaut in eine Klickanleitung rein. Genau. Hier sind also ganz viele Informationen nochmal hinterlegt, Tools, die für die Ausbilderinnen und Ausbilder relevant sind. Dann sieht so der Mika-Story-Bereich aus. Hier lassen sich also Best Practices einfliegen. Also der Relaunch der Plattform, der soll am 14., also nächste Woche, erfolgen. Dann wird die Plattform online gestellt. So, dann gibt es eben den Bereich Mika-Seminare. Ich kann es auf die Entfernung nicht so richtig erkennen. So, genau. Das ist das Forum, Entschuldigung. Genau, es gibt einmal ein Forum für die Userinnen und User, die sich hier austauschen können und natürlich auch Mika-Trainerinnen. Es gibt aber auch ein Forum, was wir eingerichtet haben, das eben nur im Bereich Mika-Trainerinnen zuständig ist, also Mika Trainerin ist auch eine Rolle, die eben dann erst erworben wird, sobald das Zertifikat abgelegt wurde. So, und dann schalten sich, das haben wir jetzt auch eingerichtet, schalten sich hier nochmal eine andere Ansicht frei. Also ich würde mich jetzt hier mal ausloggen. Also im Moment bin ich hier eingeloggt als Userin, als Rolle Userin. Ich würde jetzt mal anonym auf den Campus gehen, um Ihnen zu zeigen, wie sich dann die Ansicht auf Mika-Trainerin, ja, das ist natürlich jetzt
Vorführeffekt, genau. Also wir haben es möglich gemacht, dass wir unterschiedliche für unterschiedliche Rollen unterschiedliche Ansichten in einem Menüpunkt an- und ausklickbar gemacht haben über Blöcke, die programmiert wurden mit CSS. Also es wird geprüft, mit welcher Rolle ist der jeweilige User online, und dann werden hier unterschiedliche Textfelder, Downloadmöglichkeiten und so weiter freigeschaltet. Ich würde mich jetzt mal hier mit der Rolle Testtrainerin anmelden, wenn ich es erkenne auf die Entfernung. Das ist jetzt hier wirklich, ich melde mich jetzt als die Person an, die die Workshops absolviert hat als Mika-Trainerin und ihr Zertifikat erfolgreich. Ah, jetzt muss ich, so, jetzt gehe ich hier als Mika-Trainerin rein und sehe, hier werden mir andere Sachen angezeigt. Andere Kacheln werden mir freigeschaltet, hier wird mir das Mika-Trainerin-Forum freigeschaltet. Also ich habe hier einfach dann mehr Möglichkeiten. Und das lässt sich eben anhand eben definierter Blöcke über CSS programmieren. Gut, was haben wir noch? Es gibt ja auch einen Hilfebereich, den wir eingerichtet haben, wo dann eben die Möglichkeit besteht, eben nochmal nachzuschlagen, was gibt es auf dem Mika-Campus, wie gehe ich vor, wo finde ich die Mika-Seminare und so weiter. Genau, dann wäre auch noch spannend, genau, da würde ich jetzt aber auch gerne an Uwe Kuhnle weitergeben, den Lernstands-Plugin. Sie haben sicher gesehen, dass wir hier auf der Startseite, ganz oben, genau, dass wir hier so eine kleine Funktion eingebaut haben. Hier kann man nämlich sehen, welche Lernbausteine ich schon fertig bearbeitet habe. Also hier kann man zum Beispiel sehen, ich habe den einen Lernbaustein, der sich in Themenfeld F befindet. Ich sehe es jetzt. Hier kann ich sehen, genau. Ich habe also noch keinen Lernbaustein als Mika-Trainerin absolviert. Das wird dann in der Realität natürlich nicht so sein. Das ist jetzt ein Test Mika-Trainerin. Aber hier kann man dann sehen, wie groß ist der Lernfortschritt. Genau, ich gebe weiter an Uwe Kuhnle. Okay, mein Name ist Uwe Kuhnle, Geschäftsführer der Internetlehre GmbH. Und wir haben ein paar technische Besonderheiten umgesetzt, von denen ich denke, dass für den einen oder anderen es von Interesse sein kann. Da haben wir vorhin schon von Frau Senze gesehen, diese Lernfortschrittsleiste. Ich habe sie hier mal nach oben eingeblendet. Wir haben ja mehrere Zugänge bei Mika. Wir müssen schauen, dass wir die Layout-Vorgaben von BIP erfüllen, dass wir möglichst einfache Zugänge ermöglichen, wo Nutzer auch ohne E-Learning-Kenntnisse Inhalte bearbeiten können. Das können sie machen, auch wenn sie nicht angemeldet sind. Sie werden aber dann aufgefordert, sich anzumelden, da so die Lernfortschritte gespeichert werden. Vorhin Franziska Senze auch schon ein Lernmodul gezeigt, ein Scrum-Lernmodul. Und diejenigen von euch, die mit Scrum-Lernmodulen in Elias arbeiten, kennen das alte Problem, dass hier der Lernfortschritt entweder 0% oder 100% ist, wenn sie die übliche Einstellung haben mit einem Shareable Content Object pro Scrum-Lernmodul. Und das ist natürlich nicht hilfreich, denn die Teilnehmer müssen natürlich schon Rückmeldungen bekommen, wie weit sind sie denn eigentlich gekommen. Und sie müssen Rückmeldungen bekommen, wie weit sind sie denn eigentlich insgesamt gekommen, wie man das hier oben sehen, über die Kategorien, wo eingestellt ist, 50% oder 100%. Die Lernmodule sind dabei nicht in Gruppen oder Kursen versetzt, sondern stehen für sich. Und die Lernfortschritte können dort differenzierter genommen werden, indem wir hier auf zwei Variablen setzen können, wahlweise bei Scrum 2004, der Progress Measure oder das Core Scaled. Das heißt, man kann somit darstellen, wie weit sie denn in dem Lernmodul gekommen sind. Und diese Elias-typische 0% oder 100% Auswahl wird so vermieden. Das gibt es auch in einem anderen Bereich, wo diese Zwischenschritte angezeigt werden, aber nur sehr vermittelt. Das ist im Bereich LTI. Da will ich nur kurz darauf zu sprechen kommen. Learning Tools Interoperability. Wir haben ja den Umstand so, dass viele Handwerkskammern in Deutschland auch Lernplattformen einsetzen und die sind es nicht unbedingt gewillt, ihre Lerner auf eine ganz andere Plattform zu schicken, die sich dort neu anmelden müssen. Das heißt, das Ziel muss sein, für diese Mika-Trainer, die die spezielle Ausbildung durchlaufen haben, auf ihren Heimatplattformen die Inhalte bereitzustellen, sodass sie dort umsetzen können und durchführen können.
Und da ist der geläufigste Standard, um Inhalte zwischen Lernplattformen transferieren zu können, ist eben LTI. Elias beherrscht LTI 1.1 bis zur Version 7, ab 8 auch 1.3. Und ich habe mal diese Übersichtsgrafik hier mitgebracht, um eigentlich das Versprechen, das mit LTI gemacht wird, eigentlich nochmal aufzuzeigen. Ich kann es hier auch wahnsinnig schlecht lesen, muss ich sagen. Aber im Grunde genommen fängt es hier eigentlich oben links an mit Develop. Man hat einen Anbieter, in dem Fall Mika, die stellen Ressourcen bereit. Über ein Deploy, über standardisiertes Verfahren, wird von praktisch allen Lernplattformen unterstützt. Muss man eine Adresse angeben, über was die Ressourcen erreichbar sind und dann nochmal Key und Secret, man kommt auf die konkrete Ressource drauf. Und für die Lerner und für die Teacher in dem Fall, also für die Anwender, ist es auch entsprechend einfach, diese Inhalte einzubinden. Wobei hier noch eine Besonderheit von Elias da hinzukommt, wenn man jetzt beispielsweise von Moodle in Elias geht über LTI, betritt man Elias über einen sogenannten Kiosk-Modus, also eine eingeschränkte Oberfläche, die nicht viel erlaubt, also auch zum Beispiel nicht erlaubt, Benutzerprofile anzulegen. Und über diesen Kiosk-Modus gibt es oben so ein kleines X, klickt man drauf, ist man wieder zurück in seinem Moodle, wo man eigentlich hergekommen ist. Diese verschiedenen Zugangswege, die wir haben, ist einmal völlig anonymer Zugang, anmelden auf der Mika-Plattform selber. Die dritte Möglichkeit eben LTI und die vierte Möglichkeit, die wird jetzt demnächst noch umgesetzt, dass man sich als Mika-Trainer, wie auch als Kammer, selbstständig auf der Mika-Plattform registrieren kann mit einem eigenen Bereich und kann dort Inhalte dann nutzen. Also wir haben hier ein Maximum an Distributionsmöglichkeiten. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis zu LTI mit Elias, das ist nicht hier zentrales Thema. Wir fanden letztes Jahr einen Workshop statt, auch mit internationaler Besetzung. Da wird im Elias-Blog jetzt darauf hingewiesen und darunter finden Sie auch das Video, das diesen Workshop dokumentiert. Das ging, glaube ich, 3-4 Stunden lang. Okay, dann wäre ich mit meiner Stimme auch am Ende. Und jetzt stehen wir alle bereit für Rückfragen, die von Ihnen kommen können. Du wolltest noch einen wichtigen Hinweis geben. Also Uwe hat ja gerade gesagt, wir können das gerne auch nochmal zeigen. Aber es gibt am 22.09. den großen Kickoff zu dem Mika-Programm online, virtuell. Und wann und wie das ist, sagt jetzt noch. Ich glaube am 22.09., also 22.09. stimmt. Schauen Sie auf www.voraus.de/Mika. Und dort ist dann alles zur Auftaktveranstaltung da. Da wird das BMBF da sein, unser Präsident wird da sein. Und es geht so circa um 10.30 Uhr los bis 15 Uhr. Und dort wird alles nochmal im Detail erklärt, wie das funktioniert, was das ist und wie Sie vielleicht auch mitmachen können. Sollen wir das denn noch sagen? Ich glaube, wir sind ganz zeitkritisch unterwegs. Haben Sie Fragen? Also wir empfehlen diese Tools ja nur. Ne? Also wir nutzen diese Tools, wie sie jetzt da sind, in den Mika-Seminaren. Aber das ist ja jetzt nicht in der Welt und bleibt für immer so, sondern es wird kontinuierlich weiterentwickelt. Ne? Also es gibt MitarbeiterInnen im BIP und natürlich werden die Klickanleitungen und die Tutorials immer angepasst an den aktuellen Stand der jeweiligen Software. War das die Frage? Also wir haben die getestet, wie gesagt, in den 3 Erprobungsphasen und haben mit diesen Tools sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also die sind einigermaßen stabil immer gelaufen und funktionieren auch sehr, sehr einfach. War zumindest das Feedback. Noch Fragen? Also hier sind hauptsächlich SCORM-Lernmodule im Einsatz, aus optischen Gründen. Und da ist eben bei der Herstellung der SCORM-Lernmodule darauf zu achten, dass die Parameter diesen Fortschritt anzeigen können, eben Progress Measure und Score Scaled auch tatsächlich vernünftige Werte liefern an Elias. Noch ganz kurz, erstmal ganz, ganz vielen Dank für die spannenden Einblicke sagen. Und dann wechseln wir direkt ohne Pause und Umschweife zu, ich muss leider auf meinen Speaker gucken, Markus Zimmermann und Claudia Glander. Und euch und Ihnen allen nochmal ganz herzlichen Dank.